glaube ich, so gedrückt. Ah, das ist der Rezept, Antonio, der Rezept. Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Heute ist Fahrstunde mit Robin. Er hat seine erste Fahrstunde. Wobei ich finde, erste Fahrstunde ist so ein bisschen, kann man nicht so genau wirklich erste Fahrstunde nennen. Der hat vor 6 Jahren schon mal angefangen, Führerschein zu machen. Hat nicht ganz durchgezogen, weil hat wohl auch nicht so gebockt oder so. Und ist dann jetzt bei uns gelandet. Heute nach 6 Jahren erste Fahrstunde. Oh, epischer Moment. Die Sonne scheint. Lasst uns nicht lang quatschen. Zieht euch rein, was hier passiert ist. Guck mal, die Ampel. Boah, jetzt sind sie neben uns, jetzt sind sie neben uns. Jetzt geht's ab. Schnell hier, ich hoffe, hallo. Kennen die dich? Scheinbar schon. Ja, ein bisschen mehr Kupplung dann. Ja, oder so geht auch. Ja, so jetzt nicht für die Fans hier im Bock nochmal einen Eindruck hinterlassen. Mal zeigen, was der BMW kann. Was kleine Schnitte. Mein Lippenstift vergessen. Soll ich dir mal einen rein? Intro und dann geht's los. Ja, so gerade eben den letzten vielleicht. Gerade eben den letzten. Den ersten. Also gerade eben beide. Den hinteren siehst du ja viel, viel mehr. Das meine ich. Also gerade eben den ersten. Ne? Genau. So wie jetzt. Schalte mal den ersten Gang. Also zur. Genau. Zweite Gang. Cool. Und wenn du jetzt in die Mitte gehst. So und dann nach oben drückst. So ist dritte Gang. Genau. Ja. Und nach unten. Vierte safe. Cool. Fünfte. Ja, fünfte, sechste sind dann auf meiner Seite. Ja. Cool. Kommst du da, ne? Ja. Fast. Gut, ja, Blinker ist nichts Wildes dran, ne? Rechts, links. Genau. Handbremse ist jetzt elektronisch an der Karre, siehst du ja, die ist nur noch so ein Knopf. Mhm. Wenn du die runterdrückst und die Bremse gleichzeitig drückst, mach mal, Bremse drücken und runterdrücken, geht das Ding los. Okay. Das war's. Ich würde sagen, lass uns einfach mal eine Runde drehen und gucken, wo wir hinkommen. Ja. Alles klar, dann drück mal Kupplung durch, Maschine an. Sorry, mit dem Start- und Stopp-Knopf hier. Genau, dann erster Gang. Cool. Dann check direkt aus, Innenspiegel, Außenspiegel, wenn keiner kommt. Hast du so einen leichten Schulterblick? Tickst den Blinker nach links an, dann check dir da, dass wir losfahren. Und dann schleifst du dich so ein bisschen los. Na, guck noch einmal links rüber. Cool. So. Dann kommen wir hier. Oh, das war die Bremse. Ja. Ja, genau so. Ein bisschen rechts anordnen, ne? Ja, so wie du jetzt bist, ist cool. Drück mal die Kupplung ganz durch. Genau. Und dann rollst du langsam einfach so ein bisschen runter. Und jetzt langsam runterbremsen, genau. Und dann bis hierhin und stopp. Ja, cool. Blinker links. Und dann schleifst du dich einfach langsam wieder nach vorne. Siehst du das Fahrrad, was da links kommt? Ja. Lass dem mal den Fahrradweg frei. Der sieht schon so aus, als würde der durchziehen, weißt du? Oder sie. Genau. Und jetzt langsam einfach so ein bisschen. Genau. Und wieder. Stopp. Und dann ziehst du. Ja, dann warte ruhig lieber. Bis du 100% sicher bist, dass das passt. Korrekt. Und dann langsam schleifst du dich einfach langsam rum. Sieht doch gut aus. Zack. Und direkt wieder Kupplung durch, aber locker. Und zweiter Gang. Genau. Genau, wenn du kurz hinter dir guckst, der Benz bleibt auch locker. Wir fahren auf jeden Fall erstmal geradeaus weiter, sodass wir. Dass wir da erstmal nicht so viel am Hut haben. Du kannst mal oben rechts einmal checken, dann siehst du, dass die Zone zu Ende ist. Ja. Jetzt einfach nur Kupplung durchdrücken, roll langsam weiter und dann bremst du dich einfach nur locker hier bis zur Linie. Genau so. Und dann zack, Bremse. Yep. Und erste Gang. Korrekt. Neu, oder?
Ja, und diese Pfeile da drauf. Ja. Ja. Die Pfeile da drauf sind neu. Das also generell bedeutet das, wenn du so Pfeile auf der Ampel hast, dass deine Richtung immer einfach freigegeben ist. Also ja. Du brauchst nirgendwo drauf gucken. Ne? Und vorher war ja halt nur grün, dann sind die Autos immer so langsam in die Kreuzung gefahren, so stotterig, haben gewartet, haben dann gemerkt, okay, kommt keiner und sind dann erst abgebogen. Ja. Das Ganze umgehst du jetzt halt, indem du weißt, sind Pfeile drauf, also wenn du jetzt links abbiegen würdest, kannst du einfach durchziehen. Okay. Und wir fahren jetzt geradeaus, dann ist sowieso... Aber wenn wir grün haben, haben die ja theoretisch von vorne auch grün, oder nicht? Wenn du einen Pfeil hast, halt nicht. Wenn, okay. Das ist halt das Ding. Normalerweise ja, aber mit Pfeil halt nein. Aber mal anders hier, oder nicht? Ja, das war anders, okay. Genau. Das war komplett anders. Das ist auch noch nicht lange so. Das haben die praktisch im gleichen Zug gemacht, nachdem die diesen Fahrradweg hier so komisch drauf gemacht haben. Mhm. Haben die dann angefangen, das zu ändern. So, schön locker ziehen wir los. Ich pack auch direkt Gas dabei. Direkt Kupplung durch, zweite Gang. Cool. Wenn dir das passt. Ist noch. Nee, ist für 50 jetzt. Genau, dann machst du einfach locker, Kupplung durch, rollen lassen erst ganz kurz. Ja, sehr gut. Hoppala. Das ist wichtig, also wenn du das merkst, ist halt immer gut. Ja. Fußball. So. Zack. Hier oder so, nein, hier. Oder irgendwo da hinten. Ja, ja. Deine Baba. Ich glaube, da war ich auch mal im Verein, aber es ist schon 20 Jahre her. Da gab es noch so Lederbälle, die so hart waren wie Medizinbälle, weißt du? Ja, die kenne ich auch noch von früher. Ich mach mal so. Ja, das ist so ein bisschen. Silberstreifen ist frei. Genau. Alles cool, ziehst du locker weiter. Ich kann mich da so gut dran erinnern, weil ich habe da einmal Kopf voll gemacht, das habe ich nie wieder vergessen. Ja, das geht vor allem im Winter, wenn die Dinger da noch nass sind. Oh, und so. Richtig gut, richtig gut. Kannst du besser gegen den Kopf gegen die Laterne knallen, das ist angenehmer. Guck mal, check mal, die haben das so ein bisschen mies gemacht. Da vorne hast du schon dieses 30. Genau. Du kannst jetzt, bremst erst ein bisschen runter. Ja. Dass du erst auf die 30 kommst, ruhig ja. Ein bisschen weiter. Und jetzt Kupplung und zweite Gang. Sehr gut. War nur ein bisschen schnell losgelassen. Ja, okay. Ansonsten cool. Der Moment, wenn du die Kupplung loslässt, merkst du ja, wie die beiden zusammenkommen. Ja, dann. Du machst es einfach langsam. Okay. Je langsamer du das machst, hier so entspannt. Cappuccino-mäßiger kommen die beiden zusammen. Guck mal hier. Der Moped-Typ bleibt auch chillig hinter uns. Ja, der hat schon auch Wochenende. Ja. Guck mal, aber der guckt schon immer so links vorbei. Siehst du das, wenn du nochmal zwischendurch ja. Mal reinguckst, der war nochmal erst gemerkt? Ja, oder der Druck. Ja, ja. Ich denke auch, der wird jetzt keine Sekunde mehr vergehen lassen. Jetzt. Siehst du? Gut, ist. Wichtig ist, hast du aber auch gut gemacht, dass wenn du die Kupplung drückst, dass du die Kupplung ganz drückst, weil dann trennen sich Motorgetriebe komplett ja. Und dann kommen die halt wieder zusammen. Ja. Wenn du die halt mal nicht ganz durchdrückst, dann merkt man auch, so wenn man schalten will, erstmal geht das gar nicht richtig und zweitens hört sich das auch scheiße an, wenn du da den Gang reinkriegst, dann lagen die Zahnräder so aneinander. Cool, ja, wie geht's deinem Bruder in Weißrussland? Was geht da? Ja, ich glaube, der ist noch nicht. Ach so. Der ist noch vorbereitungstechnisch unterwegs. Aber sonst war ich ganz entspannt. Weißrussland? Ja, weiß ich auch nicht, wie man da hin. Das war so eine. Wie so ein Label. Ja. Und ja, die haben das irgendwie organisiert. Die war auch zeitweise bei einem Label irgendwie aus Mexiko. Ja. Und, aber da kam nicht so die Auftritte rein wie ja, eher auf. Okay. Ja. Von daher. Mexiko, ey. Strange, oder? Ja, ist jetzt nichts, wo man das große Geld mitverdient, aber. Ja. Oh, kommst du rum und hast halt Spaß. Ja, okay. Experience. Guck mal, wir fahren, also da kommt gleich ein Kreisverkehr. Ja. Wir fahren da rein und die erste Straße wieder raus. Okay. Um Kreisverkehre zu nutzen, kannst du dir eigentlich schon merken, immer ungefähr so 20, 30 und zweiter Gang. Okay. Nimm mal Gas ganz weg und dann einfach Kupplung jetzt drücken. Genau, zweiten Gang langsam lösen, dann hast du nicht ganz so eine heavy Bremse. Genau. Guck mal weit nach links. Genau, wenn da keiner kommt, roll einfach weiter, kein Gas. Erstmal drum rumlenken. Geradeaus wieder raus, aber erst lenken, kein Gas. Blinken und hier raus. Es gibt kein Gas, der rollt alleine. Okay. Und jetzt erst Gas. Denn wenn du dich selber drückst, merkst du dann, musst du so ein bisschen kämpfen. Ja.
Deswegen lass dich lieber alleine durchtragen. Und wenn dir dann langweilig wird, kannst du immer noch was geben. Okay. Wie ist das eigentlich? Ende. Ja. Ach so. Ja, also du solltest halt genau so, jederzeit bereit sein, halt vernünftig einzugreifen und zu lenken. Wenn du, also ich sag mal so, ich fahre auch nicht so Auto. Ja. Wenn ich Auto fahre, fahre ich manchmal so, manchmal so, manchmal so. Es kommt aber auch auf die Situation an. Ja. Dadurch, dass ich halt so oft so und so viel unterwegs bin, weiß ich, an welcher Stelle ich wann, wie, wo ich mich bewegen kann. Wenn du in der Prüfung anfängst, auf einmal so zu machen oder so, dann ist das nicht cool. Ja, Prüfung ist ja nochmal was ganz anderes. Genau. Ich würde dir empfehlen, später, wenn du fährst, du wirst mit Sicherheit sowieso mit einer anfahren. Mit welcher weiß ich noch nicht, aber Kreuz. Ja, neue Technik. Genau. Also, was ich dir empfehlen würde, ist, wenn du auf die Autobahn fährst, nimm immer beide Hände. Ja, gut, Autobahn. Ja, das sagst du so, aber ich, also... Ja, wo manche sind halt... Die meinen, also das Ungünstige daran ist, du weißt nicht, wenn was passiert, wie krass das wird. Hm. Weil wenn dir mal ein Reifen platzt bei 140 und du machst gerade so, da machst du halt gar nichts mehr. Ja. Da kannst du nichts kontrollieren, nichts festhalten, gar nichts. Es sei denn, du bist hier... ja, genau. Es sei denn, du bist hier jeden Tag im Fitnessstudio und hast halt solche Arme. Und da wir beide erstmal noch nicht so in die Kategorie zählen. Nee. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, richtig. Aber ist es halt günstiger, du machst halt wirklich so, dass du beide Hände hast. Dann, egal was passiert, du kannst halt immer mal wieder korrigieren oder umbleiben. Ja, 70 haben sich richtig gelohnt, ist der. Ja. Genau, direkt. Am besten wieder Kupplung durch. Noch nach oben. Lösen. Und wieder ein bisschen Gas geben. Roy, du machst das extrem gut. Wenn ich das den Fahrschülern als erste Fahrstunde verkaufen soll, werden die sagen, was ist mit ihm denn los? Ja, GTA, ne? GTA, ah, genau. Woher hast du fliegen gelernt? PlayStation. Okay, kein Gas. Wir fahren jetzt rechts weiter. Genau, erstmal Kupplung durchdrücken. Warte, nichts machen. Nur Kupplung durchdrücken. Bremst dich bis zur nächsten Linie. Ruhig langsam weiter und dann hier. Stopp. Okay. Dann erster Gang. Und jetzt warte aber, bis du safe bist. Korrekt. Cool. Ich will nicht reinballern. Genau, der blinkt, jetzt kannst du langsam fahren. Aber kontrollier das nochmal, dass er sein Blinker auf jeden Fall auch for real ist, weil manchmal blinken die Leute auch aus Versehen. Yep. Gut. An dieser Stelle einfach schon mal erwähnen, dass du schon mal im Auto gesessen hast und ja, dann jetzt, wir dann jetzt aber hier richtig durchziehen. Ja, hatte ich vor, ehrlich gesagt. Also, wie schnell, ist das? So schnell wie möglich. Ja, ja klar. Wie, willst du das? Guck mal, weil wir gleich ein bisschen schneller fahren, willst du dein Fenster vielleicht ein bisschen hoch machen? Ja, genau. Wie ist das denn zeitlich bei dir? Also, was hast du für eine Vorstellung? Wann, wie, wo? Ich weiß ja nicht, was bei dir möglich ist. Ne? Also, du bist ja Geschäftsführer, sag ich mal. Achso, ja. Dementsprechend auch teilweise mal ein bisschen mehr zu tun, würde ich mal sagen. Ja, aber zieh ruhig noch ein bisschen. Genau. Also grundsätzlich ist meine Einstellung zum Leben, alles ist möglich. Ja. Also wenn du sagst, pass mal auf, ich stelle mir das und das vor, dann gucke ich in meine Glaskugel und gucke, wie wir das möglich machen können. Ja. Deswegen hau mal raus. Also was meinst du denn, was brauchst du denn, was... Ich hätte jetzt erstmal gedacht, erstmal die Pflichtstunden. Ja. Und wenn dann von deiner Seite aus, also je nachdem, wie ich mich fühle, ich wusste jetzt auch nicht, ja, wie es klappt. Ne? Genau. Wie viele Jahre ist das her? Sechs, fünf. Aber ja, gut, das ist auch schon ein bisschen. Von daher. Also ich schlage dir Folgendes vor. Wir nutzen diese Stunde, um reinzukommen. Ja. Einmal zu checken, wo stehst du, wo müssen wir da den... den Bohrer ansetzen. Den Hebel ansetzen, genau. Und wenn wir das am Ende dieser Stunde hier festgestellt haben, dann würde ich sagen, machen wir uns einen Plan. Ja. Und dann gucken wir, wann machen wir Überlandfahrten, wann machen wir Autobahnfahrten, direkt Beleuchtungsfahrten. Ab nach Holland. Ja, weil guck mal, mit dir zum Beispiel, du bist ja schon mal gefahren, mit dir lohnt sich das, dann kann ich so eine Überlandfahrt einmal lange
Stunde irgendwo hin, Stunde wieder zurück. Das macht dann auch Bock. Das kann man dann machen. Ja. Geradeaus weiter. Ja. Mach nur Kupplung durchdrücken und runterbremsen. Sparte mit dem Schalten. Mach nur Kupplung und Bremse. Mach es dir so bequem wie möglich. Dann erstmal so locker Stopp. Ja. Und dann. Kann ich jetzt eigentlich auch theoretisch auskuppeln? Oder? Ja, aber pass auf. Nimm mal den ersten Gang und jetzt bleibst du auf Standby. Mhm. Wenn du später einen Schein in der Tasche hast, kuppelst du aus, chillst dich an der Ampel hin und guckst rechts und guckst links. Ja. Für die Fahrschule mach das nicht, weil wenn du in der Prüfung bist und du kuppelst aus, dann kommt irgendwann der Moment, wo du so denkst, so, boah, krass, ich muss mich konzentrieren jetzt. Und in dem Moment ist die Ampel auf grün gesprungen. Du hast aber gerade so zur Seite geguckt, der hinter dir hupt, weil er sieht, du guckst woanders hin. Und dann denkst du, okay, scheiße, schnell los, Kupplung, erster Gang, rein, bumm, aus. Und dann ist ätzend. Ja. Das heißt, sie hier rechts, nee, ist. Nee, du hast grün, dann können wir locker an ihm vorbeiziehen. Wenn du dich daran erinnerst, weißt du, gab ja diese vier Stufen. Genau. Das ist zu viel Gas, aber alles okay. Genau. Sehr gut. Nee, ist doch nicht 70. Ne? Doch, doch, schon richtig. Cool. Ja. Den hinter dir hast du auch im Griff, habe ich gesehen. Ja, ja. Okay, und jetzt schön locker und große Kurve. Entspannt bleiben. Okay. Hinter dir einfach beobachten, sodass du das so ein bisschen auf dem Schirm hast. Und dann siehst du gut aus. So. Ja, auf jeden Fall halte ich das so für einen guten Plan. Wir gucken da am Ende, wo wir stehen, ja, machen uns dann so klein, klack, klack, klack. Und dann ziehen wir relativ fix durch. Ja, weil, das war so, das wäre ideal. Weil ich sag mal, dieser Moment, wo man sagt, alles klar, ich habe jetzt Bock, ich mach das jetzt einmal, der hält auch nicht so lange. Ja doch, das ist auch von der Arbeit bedingt, sag ich mal. Ah, okay. Dass so ein bisschen noch verlangt wird. Achso, ja, die Trommeln auch, dass man einen Führerschein hat. Ja, ja. Im gewissen Alter, von daher. Ja, gut, okay. Aber ist natürlich auch ein Eigeninteresse so. Ja, aber meistens passiert sowas, wenn wenn man arbeitsbedingt irgendwie das Ding braucht. Oder in einer Beziehung so, wenn einer dann tatsächlich den Führerschein verliert. Dann ist es so, dass der andere dann halt machen muss. Check mal. Genau. Und am besten wieder direkt Kupplung durch. Genau. Ja, aber für 6 Jahre Pause ist das ja schon mal nicht schlecht. Ja, hochmotiviert. High Level Potential. Vielleicht wäre er noch Rennfahrer. Oh ne, Rennfahrer ist ein crazy Job. Nee, ist auch wirklich. Bei meinem Glück fahre ich mich tot. Achso, ja, nee, dann nicht. Ne? Dann bist du auf gar keinen Fall. Naja. Du kannst dich zwischendurch immer mal wieder kontrollieren, wenn du einfach ganz kurz linker und rechter Außenspiegel benutzt. Ja. Dann kannst du dich selber so gut einpendeln. Das Einzige, was ich schon mal gemacht habe, ist Kartfahren. In Barup. Ah, okay, ja, die ist ganz cool, die Bahn, ne? Ist ja, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob Deutschlands längst oder NRWs längst. Ja, ist auf jeden, die ist auf jeden Fall ziemlich lang, ja, stimmt. Da geht so eine Runde, je nachdem, was für ein Kart man hat. Guck mal, wir wollen jetzt rechts weiterfahren, da wo er da gerade rauskommt. Siehst du das? Das kannst du regeln, die mit dem Kreisverkehr. Du bremst also runter auf 20 oder 30. Ja. Check ruhig ein bisschen mehr bremsen. So, jetzt schmeißt du schon mal einen Blinker, genau. Kupplung ganz durchdrücken. Ja. Zweiter Gang. Und alle Füße loslassen. Einfach loslassen. Und dann ohne Gas hier rein. Und wenn du sagst, jo, habe ich im Griff, dann drückst du wieder drauf. Und so kannst du das auch mit dem Kreis machen, dass du das erstmal ohne Gas anfährst. Und ein bisschen zurückgehen. Und dann selber merkst, ja, langweilt nicht, und dann drückst du wieder aufs Gas. Okay. Und für sowas einfach ein bisschen genauer Gas zurück. Korrekt. Ja, wenn du jetzt vorausschauend fährst, bremst du einfach ein bisschen an. Durch ein bisschen mehr bremsen. 30 siehst du, oder? Ja. Korrekt. Checken wir deine Geschwindigkeit. Kupplung durchdrücken. Aber. Ja, roll erstmal, schalte nicht, weil okay. Du weißt ja nicht, vielleicht bleibt es auch rot oder keine Ahnung. Einfach Kupplung drücken, bremst ein bisschen runter, aber ich hoffe, ja, jetzt zweiter Gang und dann halt komplett auf die Brücke so rauf.
du mich auch ordentlich bewegen. Ich muss ja gucken, wo sind deine Skills so. Weißt du? Normalerweise, sage ich dir ehrlich, wenn die so in der ersten Stunde sind, würde ich geradeaus einfach weiterfahren. Weil da geht es weiter da drum. 30 oder? Hier ist jetzt tatsächlich kein Schild außerhalb geschlossener Ortschaft, hier ist 100. Genau, aber zum Pilze sammeln macht das Sinn, dann fährst du geradeaus. Und, aber ansonsten kannst du hier, würde ich eher Gas wegnehmen. Also hier musst du lernen, dynamisch zu fahren. Und ich würde hier gucken, wo sind so deine Dynamik-Skills. Das bedeutet im Prinzip immer Gas, Bremse, das wechselt sich hier ab. Nimm ruhig einen dritten Gang. Ja. Einfach gucken du, so ein bisschen. Und musst du so ein bisschen umdenken, weil du kannst nicht einfach nur für die nächste Kurve, zum Beispiel reicht das nicht, wenn du Gas wegnimmst, musst du ein bisschen anbremsen. Genau. Und jetzt aber kannst du auch direkt wieder Gas geben. Und das ist halt dynamisch, dass du immer wieder bremst, Gas. Und da musst du halt lernen, das zu beobachten. Ja. Von Anfang an hat man eigentlich nicht den Instinkt dazu, weil spätestens wenn du immer Fahrrad fährst, weißt du ja, ich habe doch keinen Bock extra zu trampeln, dann bremse ich, dann trampel ich doch nicht wieder, dann bist du ja wann Jan Ulrich. Also das ist eher so, dass du hier Gas wegnimmst, wieder ein bisschen anbremst, merkst halt, okay, kommt ein LKW, alles klar, passt wieder, drückst wieder drauf. Und das beobachtet der Prüfer, wenn der, hast du gesehen, wie er geschnitten hat? Alles gut. Genau, bleib ruhig da. Ja, wieder Gas. Ja, es ist halt mies, weil du nicht wirklich was siehst, die anderen schneiden dich. Das Allerwichtigste ist, dass du nicht den hier machst. Okay. Guck auf deine Straße dann dabei, nicht auf die anderen Autos, auch wichtig. Weil wenn du auf die Autos guckst, willst du automatisch immer hier rüber. Ja. Dann korrigiert man hier hin und müsste normalerweise, bevor man rüberzieht, erstmal hier kontrollieren, ist hier ein Mopedfahrer, ein Rollerfahrer oder irgendwer. Und dann könntest du so ein bisschen rüber. So. Da oben heißt es gleich, herzlich willkommen in Finnum. Super. Traumwelt war. So, ab jetzt ist egal, jetzt ist überall 50. Nimm Gas wieder zurück, wieder dieses Dynamische, du bremst wieder ein bisschen runter. Das reicht und jetzt rollst du erstmal vernünftig, bleib erstmal links. Genau. Ja, so. Und dann so locker hier durch. Du hast sowieso Vorfahrt, alles cool, schön rüber. Aber Gas würde ich wenig geben. Versuch die Lenkbewegung ein bisschen chilliger zu machen. Genau. Ja, das ist besser. Dass du nicht so. Achso. Nee. So. Jack. Ein bisschen anbremsen. Kupplung drücken. In Ruhe. Und langsam lösen. Denk an die Motorbremse. Der war gut. Wenn du jetzt rausfährst, kontrolliere einmal die Spiegel, dass dich keiner überholt. Dann fährst du locker links rüber. Und wieder ein bisschen zurück. So, jetzt darfst du 50. Musst gucken, ob sich das überhaupt lohnt. Ja, du kriegst mir keinen Grund. Ja, so wirklich nicht, ne? Also. Ein bisschen Gas ist okay, aber dadurch, dass du jetzt noch im zweiten Gang bist, brauchst du jetzt gleich auch keine, auch nichts mehr machen hier. Ganz einfach im Prinzip, genau, Gas zurücknehmen. Und dann fahren wir gleich die zweite wieder raus. Roll locker weiter. Und guck mal, lass dich jetzt mal treiben. Gib mal gar kein Gas, der rollt komplett alleine. Wenn dir das langweilig wird, kannst du immer noch Gas geben. Jetzt einen Blinker anschmeißen. Genau. Und dann ziehen wir locker hier rum. Wiedersehen. Tschüss. Eigentlich darfst du jetzt 100 fahren. Die wollen aber nicht, dass du 100 ballern, deswegen stehen die 70 Schilder. Ne? Guck mal hinter dir die. Die macht. Tschüss. Mach gut. Nein, und. Ich weiß ja auch immer noch mal einen Unterschied, ne? Wenn man die Fahrzeugbreite wirklich genau kennt. Vom Gefühl her, sag ich mal. Ja, es dauert aber ein, zwei Minuten, bis du dich überhaupt an das Fahrzeug mal gewöhnst. Du merkst dann ja auch irgendwann, oh, jetzt bin ich zu weit an der Grasnarbe hier. Also. Schau mal, nimm mal ein bisschen Gas zurück, bremst auch schon. Weil, guck mal, 50 und jetzt kommt da vorne hier eine komplette Kombination. Drück mal die Kupplung, genau. Roll erstmal langsam weiter. Du müsstest warten, wenn jemand von vorne kommt. Siehst du das? Dass er, dann fahr aber trotzdem so ein bisschen so und dann stopp. Dann erster Gang. Genau. So, die sehen aber nicht so glücklich aus hinter uns. Okay. Ja, check nochmal Außenspiegel, dass dich keiner überholt und dann gehen wir raus. Und dann darfst du hier mit 20 über die Brücke. 20? Ja, stand da. Ein bisschen fahren mit 20, würde ich sagen. Aber mach ruhig Kupplung, zweite Gang. Okay.
Kontrolliere ganz kurz rechter und linker Außenspiegel. Einfach nur um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen. Guck nochmal linker. Mhm. So, und sobald die Brücke zu Ende ist, alles aufgehoben, kein Schild. Genau. Also ganz simpel wieder. Yep. Ja, wieder 70 dann, ne? Bei 100. Hier ist 100. Also, wenn hier ist kein Schild, kannst du drauf drücken. Vierte Gang ist noch okay. Mehr würde ich erstmal nicht machen. Ja. Du kannst mit dem vierten Gang auch 100 fahren, ist auch kein Problem. Aber die Strecke hier, siehst du ja, die ist sehr, sehr kurvig. Sieht aus wie so eine Strecke aus dem Theorie-Fragebogen. Ja, wenn rechts ein Traktor genau. kommt und dann da vorne einer überholen will. Ja. Ah, und warum müssen sie bremsen? Wegen dem roten Motorrad. Oder wegen dem Radfahrer, der irgendwo aus dem Gebüsch springt. Also du kannst hier, wie gesagt, noch ziehen. Ich würde das immer so machen, auf diesen Feldern, wo du alles siehst, so wie jetzt. Da kannst du ruhig drücken, kannst du ruhig 70, 80, 90, 100, so wie dir das passt. Und sobald du dann wieder an die Felder kommst, wo du nicht so gut siehst, dann gehst du halt wieder runter. Vorne ist jetzt Olfen und rechts kommt gleich Lüdinghausen. So, wir werden gleich, da vorne kommt jetzt gleich der Kreisverkehr. Also so bremsen die dich dann auch von den 100 erstmal wieder runter. Mhm. Dass du erstmal auf 70 kommst, dann auf 50, dann der Kreisverkehr. Ja. Nicht, dass auf einmal der Kreisverkehr kommt und du weißt von nichts. Ne? Das wäre ungünstig. Direkt Kupplung drücken. Ein bisschen noch bremsen, dass du so an die 30 kommst, guck mal kurz. Genau, das reicht. Und jetzt zweite Gang. Ja. Und dann alle Füße loslassen und nur gucken. Roll einfach weiter. Und jetzt Kupplung und Stopp, der gibt zu viel Gas, weißt du? Sorry, die war schon im Keller. Und erste Gang. Und jetzt langsam, einfach nur langsam reinschleifen. Ja, sehr gut. Guck mal, das ist mit Kontrolle, dann ist das mega chillig. Mhm. Du hast es im Griff und hier wieder raus. Schild, oder? Nö. Also? Gas. 100. Aber du siehst halt wieder nicht, was hinter der Kurve ist, ne? Nee, nee, deswegen. Also 100 ist möglich. In der Theorie, ja. Ja, genau. Das ist dann so. We have to take a look. Ich lasse jetzt einen Moment gerade. Zweiter Gang, ne? Auf jeden Fall. Zack, locker rum. So, und jetzt guck mal, wir sind hier außerhalb geschlossener Ortschaft. Mhm. Ja. Aber warte, lass mehr Abstand. Du musst ja vernünftig. Ja, ich muss es theoretisch sehen können. Genau, du musst sehen können, ob du den überholen kannst oder nicht. Ich sehe übrigens, Abstand. By the way, ja genau, ich sehe übrigens gar nichts. Ja, ich auch nicht. Dann würde ich es auch nicht. Dann riskiere ich es nicht. Also, man darf hier, weil hier kein Schild ist, sogar 100 fahren. Halt wenig Sinn, ne? Also ja, das ist relativ eng. Voll episch hier mit dem Himmel. Ne? Was? Epischer Moment auf der Kamera. So. GoPro haben eigentlich voll die krassen Aufnahmen immer, ja. Wir so richtig geile Fahrschutzszenen, die voller Sandschutz. Das ist der Gülle-Bunny vor uns. Ja, der zieht die Sache durch. Aber wichtig ist, dass du da auch in der Prüfung, sag mal, die Nerven behältst und dahinter bleibst. Nicht irgendwie versuchen, doch zu überholen. Der Prüfer steht da nicht so drauf. Okay. Der kommt auch über Heile an. Der kommt über Heile an, der hat 10 Prüfungen am Tag. Wenn er sich schon nach der ersten 2 kaputt geschwitzt hat, ist er nicht mehr so gut drauf. Also so wie jetzt ist gut, bleib locker dahinter. Mach einfach ganz entspannt. Passt das schon. Genau. Vor allem hat er eben so eine Plane da vorne dran. Auf eine Sonne, so einen Ballen drauf. Ja, irgendwie sowas, ne? Ah, jetzt weiß ich nicht. Merkst du, kenne ich dich auch. Merkst du übrigens, wenn du hier dran kommst, so ein ja, bisschen. Ich habe diese Strecke dafür gewählt. Es ist ja sehr, sehr eng hier. Mhm. Gut, links
wenn du drüber fährst, merkst du halt nicht. Aber hier hast du entweder diese Lochsteine, dass du so merkst, wenn du da drauf kommst, oder halt die Randsteine. Dass du wirklich, weil du hast am Anfang ja auch richtig gesagt, das dauert ja auch ein bisschen, bis man abschätzen kann, wie breit ist das Fahrzeug wirklich. Ja. Und sowas dient halt sehr gut dazu, weil ein, zwei Kurven und dann kommst du da dran, dann merkst du jetzt schon. Oder hinter dir, tschüss. Genau, ist schon mal weg hier. Ist das hier durchgezogen, Lino, oder gestrichelt? Ja, das ist hier tatsächlich durchgezogen. Vor 60 Jahren. Und dann im Laufe der Zeit, die Evolution hinterlässt ihre Spuren. Aha, mal Gas weg. Keine Ahnung, wahrscheinlich bleibt der komplett stehen oder was, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall zweiter Gang erstmal. Langsam, genau, deswegen langsam vorbei. So. Und tschüss. Und bye, my friend. Schöne Aussicht jetzt. Skyline, was ist das? Ja, ehrlich. Extra für die Panorama-Route entschieden. Wir haben anhalten. Ehrlich. Fahrschulwagen, Selfie davor. Hashtag ist nicht peinlich. Der schönste Freitag meines Lebens. Ja. Oh, ist kein Pflaume, wenn man den braucht. So, bergab 50, alles klar. So, hier links ist übrigens morgen die Hochzeit. Ja. Bin genauso gespannt wie du. Dass das heute schon mal. Nee. Sieht leer aus. Ja, ist gut. Aber jetzt musst du einfach kontrollieren. Ne? Kann dir passieren, dass du übrigens hier auch mal zwischendurch kurz am 60 kommst? Ist nicht so schlimm, bremst halt wieder runter. Guck mal, hier steht sogar Gefällstrecke für Fahrradfahrer. Bitte langsam fahren, weil. Ja, ist richtig gut. Wenn du das machst, kannst du hier, hast hier nämlich richtig Speed. Und in 30 Sekunden passiert Folgendes: Der Fahrradweg macht ein scharfes S. Ja, geübter Fahrer schafft das. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, direkt im Loch landest du direkt. Oder im Winter mit Ski an. Ja, das ist gut. Sauber, so ist halt cool. Guck mal, das Schild war ja Gefälle und 50, ne? Ja. Ist Gefälle vorbei, ist sie 50 vorbei. Okay. Kannst du, also die darf man 100 fahren, macht halt wenig Sinn, merkst du ja. Aber du darfst halt schneller fahren. Ich würde auch nicht schalten, bleib im dritten Gang, ist alles cool. Genau, guck nur, dass du die Kurven hier so locker mit dem Gefühl hinkriegst. So, jetzt kannst du wieder drücken. Guck mal, jetzt ist geradeaus, Strecke frei. Genau. Schalten wir hier am liebsten. Locker und wieder richtig gut auch links rum. Genau. Ja, das erinnert dann so ein bisschen an Kartfahren, ne? Ist so. Ja, Kartfahren ist so ein bisschen aktiver, also direkt an ihn gucken. Gut. Wichtig, dass du nicht direkt auf ihn guckst, hast du jetzt glaube ich auch nicht so gemacht. Nee, hast. Weil wenn du das machst, intuitiv ziehst du immer ein bisschen rüber, so war richtig. Einfach mal einen Blick auf deiner Straße lassen und dann ist gut. Keine Ahnung, warum die hier keine 30-Zone draus gemacht haben. Die hatten vielleicht Bock, hier immer wieder Schilder hinzustellen. Kreuzung und Einbindung, siehst du? Ja, Geld spielt keine Rolle. Ist ja ein Borg nicht, da läuft die Sache. Guck mal, die haben hier gepflasterte Radwege. Hier läuft. Das Gold auf der Straße. Wo ist es? IFA. Ja, das sind nur so Geschäfte, die kann man sich nur im Borg leisten. Toilettenpapier, Bügeleisen, alles, was Waschmittel. Jesus. Ja gut. Wir fahren Richtung Lünen weiter. Wenn du mal Kreisverkehr, kann man jetzt super gut lesen. Kreisverkehr? Ja, ja, geil. Ach, da hinten. Okay. Ja. Ah, hier sind wir. Ja, ich glaube, ich weiß ungefähr. Ja, ich kann auch sagen, es ist die dritte raus. Das Geheimnis ist noch gelüftet. Keine Kupplung, du bist schon im zweiten, wegen den 30. Ich bremse noch ein bisschen. Guck weit nach links. Ist eigentlich alles cool. Ja. Dann an dem wunderbaren Kunstwerk hier vorbei. Eine schöne große Kurve. Ja, yeah,
Sehr gut. Nochmal absichern. Korrekt. Oh, gleichzeitig hier. Ah, Challenge. Sorry. Ich habe keine Angst. Also erstmal nicht. Noch nicht. Genau. Kriegen wir auch noch hin. Oh nein. Früher habe ich immer richtig geschwitzt, wenn die Fahrschule gefahren sind, so vor 10 Jahren. Das war. So selber noch nicht so viel. Ja, weil du keine Experience hast. Da weißt du ja nicht, soll ich jetzt eingreifen, soll ich jetzt bremsen? Oder macht er? Oder bremst er? Oder bremst er? Oder bremst er? Und er bremst nicht. Okay, ich muss bremsen. Das war so ein bisschen gedauert. Schön locker. Genau. Ja, ein bisschen mehr Kupplung dann. Ja. Oder so, genau. Ja, so jetzt nicht optimal. Für die Fans hier in Borg nochmal einen Eindruck hinterlassen. Ich wollte zeigen, was der BMW kann. Was kann ich nicht denn? Das war so das, wo ich persönlich ein Problem hatte. Sollen wir das anfahren so ein bisschen? Weil er hat mich so nervös gemacht, weil ich die Krise kriegt. Also nichts gegen ihn, der ist ja so ganz nett. Das gut, schneide ich auch raus. Aber da dachte ich mir. Ja, ja. Ja, der hat ein gutes Talent dafür, so psychologisch Druck aufzubauen. Ja, der sitzt ja daneben, der guckt dann da immer sitzen. Ja, ja, genau, genau, ja. Ja, ja, ich erinnere mich. Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? So, wieder außerorts. Ja, müssen wir gucken, ob das mit den 100 so Sinn macht erstmal. Fahren wir erstmal 7 Pfennigs knapp lang hier. Mal gucken, ob hier noch ein paar Trümmerteile liegen. Hier noch Markierungen sind. Wir gucken, unsere Akkus geben auch auf. Muss ich jetzt das nächste Video danach reinschneiden. Verdammt. Schade. Jetzt gleich wieder. Piep, 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 piep. Dann fahren wir schon. Eine Stunde. 10 Minuten. Ratzi. Wäre schon vorbei. Ratzi-fatzi geht das. Jetzt machen wir nur 4 anstehen. Jawohl. Ja. Wir machen gleich einen großen Plan. So, weiter Richtung Dortmund und Lünen. Ist alles safe. Man ist wirklich so, also man geht jetzt relativ schnell die Zeit. Ja, weil man dann so konzentriert ist, ne? Wie in der Schule. Damals da war einfach, da war jede Stunde. Letztes Jahr noch schon so. Aber im Nachhinein war es eigentlich relativ entspannt so. Ja, das weiß man dann danach, ne? Ja, ist zu schätzen, ja. Ich überlege jetzt Schule, ey. Ich war eine Vollkatastrophe. Ja, ich habe mir auch nicht so Mühe. Also ich habe Abitur ganz normal. Ja. Aber jetzt auch nicht so. Ich habe seit 8. Klasse oder so, die hat keine Hausaufgaben mehr gemacht und so. Ist halt auch so durchgekommen. So, ist nicht das Bombenabitur, aber ja, bei mir, ich musste immer lernen, ich hab das nie so, bei mir war immer so 4, yes, 5 war noch nicht. Ja, das ja, 4, 5. Je nach Fach, ne? Mathe war immer nicht so doll. Ja gut, außer Sport und Kunst, da war immer 1. Ja, früher war ich auch noch Sport, das war da ja auch noch die Pito. So, siehst du, guck mal, hier kommt die Kombi. Gefährliche Kurve, 50. Jetzt bremst du einfach ein bisschen runter, wieder dritte Gang. Genau. Ja. Hier, da irgendwas, weiß ich nicht, was die Leute da denken, dass man hier die Kurve irgendwie eine große Mission hat oder was, aber. Genau, und dann ziehst du halt locker hier rum. Kurve zu Ende, Gefahr zu Ende, ist wieder 70, drückst wieder drauf. Ja, das machst du gut. Ja, merkt man. Aber ja, auch in dem Simulator-Ding. Oder? Weil der, ich weiß nicht, ob du das schon mal selber gemacht hast. Ja. Wahrscheinlich schon. Ja, ja, 2, 3 Sachen. Der sagt dir dann 100 Mal, bitte schalten. Ja, ja. Ich habe für dich hochgeschaltet oder ich habe für dich gebremst oder so. Ja. Also du stehst ja in der Linie, ich habe alles so gemacht, wie du gesagt hast. Aber einmal habe ich versucht, Polizisten umzufahren, aber geht nicht, man fährt nur durch. Das ist ein digitaler Polizist. Ja, soweit war ich. Kein Blood-Patch freigegeben. Wann, gibt es denn da auch wirklich so freies Fahren oder ist das einfach nur so? Am Ende, also in der letzten Mission, da sind dann halt tatsächlich da auch Einbahnstraßen und so und dann macht er das wie in der Prüfung. Dann sagt okay. Er, hier rechts, hier links, da hoch, da runter. Bisschen Autobahn, ein bisschen Landstraße. Okay. Aber jetzt nicht so, das ist wie so eine Karte, sondern nein, die ganze Stadt jetzt gebaut. Irgendwo war da mal ein Fehler eingebaut. Also wenn du dann an irgendeiner Straße aus Versehen rechts gefahren bist statt links, dann warst du auf einmal in Frankreich. Weil den Simulator gibt es ja halt auch in Frankreich. Und dann hat er auf einmal alle Schilder auf Französisch.
Genau. Tipptopp. Ja, ist richtig. Genau. Versuch nur auswendig das zu machen, also dass du oben bleibst mit deinem Blick. Weil der hier hast du gerade gemerkt, ne? Da musst du oben so. Oh, lass ja einfach eine Sekunde mehr Zeit. Und der läuft. Na, da, so kannst du da sein, Dortmund? Da sei, da war ich auch schon mal was. Das ist ein deutsches Auto. Arbeitsschutzzentrum. Oder irgendwie so, da kann ich was mit Arbeit und so. Ja. Was war das denn nochmal? Und so. Ja, was habe ich da gemacht? Ich habe vergessen was, aber ja, kenne ich. Da gibt es auf jeden Fall auch einen Simulator für LKW. Da ist dann nur, ich weiß nicht, das geht so eine Viertelstunde oder so, kannst du da machen. Ja. Und kannst halt so frei fahren. Oh, das ist cool. Ja, LKW. Ich habe auch einen LKW-Führerschein, aber. Ne. War nicht so mein Ding. Zack, zack, genau. Jetzt drück wieder drauf. Ja, weil damals war das so, wenn du Fahrlehrer werden wolltest, musst du halt alle Führerscheine machen. Ich hatte halt überhaupt keinen Bock auf LKW. Da muss ich 40 Tonnen mit Anhänger fahren. War richtig gut. Rückwärts links um die Ecke. Das war mein großer Traum. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber jedes Mal, wenn du über Bahnübergänge fährst, musst du halt auch doch diese Show machen. Erinnerst du dich? Gas wegnehmen. Ja. Und dann musst du einmal den Kopf nach rechts und einmal nach links drehen. Und wenn dann ein Zug kommt, musst du halt stehen bleiben. Wahrscheinlich. Ehrlich jetzt, also in der Prüfung musst du das so machen. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Die Begründung ist, wenn die Schranken nicht funktionieren oder kommt ein Zug, sollst du stehen bleiben. Ja, dann fährt er nicht rein. Ja, du sollst ja so langsam fahren, dass du auf jeden Fall stehen bleiben kannst. Bitte don't ask me why. Das ist wirklich... Ich habe das schon als Fahrschüler nicht verstanden. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich Fahrlehrer werde, kann ich ja mal die Prüfer fragen, warum das so ist. Hm. Die haben mir dann diese Begründung gesagt. Aber ja, ich bin bei dir. Ich verstehe es nicht. Mach doch keine. Also Nein, ich verstehe es auch nicht. Aber mein Job ist ja nur, dir das so beizubringen, dass du den Führerschein kriegst. Und du bekommst den Führerschein, wenn du an Bahnübergängen langsam fährst, ranfährst, rechts und links guckst und danach weiterfährst. Dann bekommst du den Führerschein. Ballerst du einfach drüber, so wie das eigentlich jeder macht. So. Bitte aufsteigen. Dann sagt der Prüfer, ich weiß nicht, Robin, ob das so eine gute Idee war. Also sagen wir so, die sind not amused. Genau. Jetzt am besten die Hand wieder hochnehmen. Genau. Ja, so reicht schon. Weil zwischendurch merkst du wirst schon lässig und dann irgendwann so. Ja, das sind die anderthalb Stunden, die jetzt schon fast unterwegs sind. Ah, also, ja. Irgendwann Konzentration ist natürlich schon. Ich hatte auch einen schweren Tag und so. Ja. Ich weiß wirklich, eigentlich in der Regel immer richtig viel zu tun bei uns, aber heute war ich irgendwie... Guck mal, der ist ganz locker dran vorbeifahren, gilt nicht als Bus. Der hat einfach Warnblinklicht an, das ist so ein Feuerwehrding. Okay. Passt trotzdem ein bisschen auf, keine Ahnung, was die machen. Wahrscheinlich hängen die halt in der Gang ab, da steht einer. Vielleicht fahren die gleich auch los, keine Ahnung. Beobachte die ein bisschen genauer. Soll ich das so machen wie er? Ja, aber ein bisschen im zweiten Gang. Genau. Weil, keine Ahnung, warum die hier stehen. Kann sein, dass gleich auf einmal das Geballer losgeht und die hauen ab. Der war sehr schnell, hast du gemerkt. Ne? Ach so, ich dachte, ich wäre zu langsam. Nein, deine Kupplung war zu schnell. Okay. Das war alles cool, nur ein bisschen langsamer loslassen, dann ist der Effekt nicht so heftig. Okay. Der Mädelsarm. So, dann fahren wir gleich rechts weiter. Lass dir Zeit, weil du nicht hinter der Kurve gucken kannst. Mhm. Dann checkst du kurz hinter dir ab. Sieht ganz gut aus. Genau. Bleib ein bisschen links. Ja, gut. Korrekt. Sauber. Korrekto. Nur hinter uns voll die Dance Party. Aber die Blonde sieht doch gut aus, oder? Ja. Nicht so wie wir hier. Ehrlich, wir sind voll ernst. Schminken sich sogar. Ich hab mein Lippenstift vergessen. Soll ich den meinen rein? Ja,
Und ohne Gas, locker rum. Ja, nicht so krass. Genau. Ah, guck mal die Ampel. Boah, jetzt sind die neben uns, jetzt geht's an. Hallo! Kennen die dich? Scheinbar schon. Ah, jawohl, sauber. Richtig Kette. Wir sind's! Korrekt. Oh, die Kameras geben auf. Oh, scheiße. Beste Moment. Ja. Jetzt wollte ich mal den Ladies hier imponieren, aber war nur so halb geklappt. Guck mal links hier, voll die Feuerwehrparty. Ja. Ja. Und wenn du dann. Und wenn du dann weiterfährst, löst du den Rest der Kupplung auch noch. Okay. Also, aber schon, wenn du dann schon angefahren bist. Also ich lasse erst bis zur Hälfte. Genau, dann fährst ein bisschen. Du an. Und dann schleifst du langsam rein. Also kann ich dann nicht komplett los. Kannst du auch mal. Probier mal. Aber dann geht der richtig nach vorne. Also ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, sonst wärt ihr wahrscheinlich auch nicht bis jetzt dran geblieben. Nicht vergessen, den Like-Button zu drücken! So, und dann, wenn ihr den Like-Button gedrückt habt und euch das Video gefallen hat, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Nächste Folge ist dann wahrscheinlich auch mit Robin oder mit Thailand, weiß ich nicht. Könnt ihr ja auch in den anderen Videos sehen. Ich ziehe das mit Robin auch bis zum Ende durch. Wir haben jetzt Anfang September. Unser Ziel ist so Anfang Oktober fertig zu werden mit allem. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Passt auf euch auf. Tschüss! So, jetzt muss ich hier aber... Hallo? So, jetzt muss ich aber hier links fahren und da. So. Bin noch rein. Das sieht doch gut aus. So. Ich verrate euch was. Es ist Freitag, kann man sehen, 19.30 Uhr. Ich bin jetzt gerade fertig mit Fahrstunde, ne? Und jetzt fahre ich ins Büro Videos schneiden. Für wen? Für euch. Warum? Weil ich es kann. Nein, ich habe euch einfach lieb. Ich mache das gerne. Tschüss.